Ganz herzlich willkommen zurück. Commander Fox sagt, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier auf Razzuchitisol. Und ich habe Angst um meine Gesundheit, muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie, wo, warum, weshalb und vor allem, was geht hier überhaupt ab? Dessen bin ich mir irgendwie noch nicht so ganz im Klaren. Und ich weiß nicht, was ich machen muss. Ob ich noch was. Also, ob ich hier was essen muss oder. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier in meinem Inventar dazu Auskunft kriege. So, Moment hier. Exo-Anzug. Was kann ich wie machen? Hier, Moment. Guck mal hier. Moment. Durch Isotopelemente wie Kohlenstoff, Plutonium und Tamium 9 mit Energie versorgtes Lebenserhaltungsgerät. Um eine ausreichende Versorgung der Lebenserhaltungssysteme zu gewährleisten, muss der Nutzer dafür Sorge tragen, dass die Energiezellen immer aktiviert und funktionsfähig sind. Aufgeladen durch direktes Einfüllen von Isotopelementen durch das Exo-Anzug-Inventar des Nutzers. Aha! Na, da wird mir doch eine klar. Frage ist nur, wie mache ich das? Aha! Na Mensch, jetzt wird mir auch wieder eine klar. Wir können also Kohlenstoff und all den ganzen Kram, den wir hier haben, nutzen, um unser Lebenserhaltungssystem wieder aufzufüllen. Das geht scheinbar über das Inventar. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob ich das über Steuerkreuz machen kann. Kann ich aber nicht. Und dementsprechend machen wir das eben hier drüber. Und irgendwas blinkt hier unten bei mir. Ich muss mal ganz kurz gucken. Kleinen Augenblick mal. Nö. Alles gut, alles schön. War irgendwie nur ein kleiner Grafikfehler bei mir. Denn ich spiele ja, wie man es sehen kann, über das tolle Remote Play von der PlayStation. Und das bedeutet im Großen und Ganzen, dass ich am PC spiele, was mir die Aufnahme einfach um einiges erleichtert. Und ich nehme einfach jetzt hier mal so ein paar Sachen mit. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe seit der letzten Aufnahme, ist es so, dass die Wächter hier dafür Sorge tragen, dass alles im Einklang bleibt. Und kann ich das füttern, das Vieh? Wenn ich die roten Sachen zerstöre, kommen die Wächter und hauen mir auf den Dez. So habe ich das jetzt verstanden. So, Moment mal. Was ist denn hier überhaupt los? 6 Minuten Heridium-Vorkommen. Wollte ich sagen. Und hätte beinahe was anderes gesagt. Und da hinten sehe ich eine Raumstation oder sowas. Ich bin fasziniert. Mein Instinkt ist hier weg. Da möchte ich gucken gehen. Vielleicht hat da ja ein anderer Spieler bereits irgendwas gebastelt. Das wäre ja lustig. Und wisst ihr, was ich auch richtig lustig finden würde? Stellt euch mal vor, ihr könnt dann irgendwie eine Basis basteln. Die steht dann irgendwo rum. Und man kann sich ja im Spiel nicht sehen als Spieler. Aber ich würde lustig finden, wenn du quasi in so einer Basis eine Art Gästebuch hättest. Da draußen irgendwie dran ist, da gehst du dann hin und dann sagst du, hier, Commander Fox war da, ich wünsche dir einen schönen Tag. Die gesegnete Walkürenscheide von Emanuel Winter sei mit dir. Und dann würde sich wahrscheinlich der Kollege fragen, was ist los? Und das würde er zurecht machen, weil ich selber keine Ahnung habe, was ich da gerade erzählen wollte. Nun gut, wir gucken mal weiter. Ich scanne nebenbei auch mal fleißig hier die Gegend. Und hoffe eigentlich, dass ich in die Richtung, in die ich jetzt gerade laufe, auch nochmal ein bisschen Iridium-Vorkommen finde. Aber wie es aussieht, ist dem nicht so. Oh, was soll ich sagen? Dann laufen wir halt erstmal dahin. Weil das interessiert mich doch sehr, was da abgeht. Und bei meinem Glück, das könnt ihr euch jetzt schon wieder garantieren, ist da bestimmt die Scheiße am Dampfen. Da sind bestimmt wieder irgendwelche Alienrassen, die mir dann so dermaßen den Arsch aufreißen, dass das dann schon nicht mehr lustig ist. So, hier gibt es scheinbar nichts zu sehen. Da hinten ist jede Menge Stein. Und was lustig ist, kommt mir jetzt gerade erst so in den Sinn. Wenn das hier ja
18 Milliarden 1000 und 50 mehr. Milliarden ist ja schon untertrieben. Das ist ja irgendwie... Ah! Geht schon wieder so ein Arschloch. Ich töte dich jetzt. Du Arschloch. Aua. Mann, ey, erschreckt mich immer so dolle. Das ist echt scheiße. Das ist... Als YouTuber hast du da echt ganz schlechte Karten. Als Erschreckmeister des Grauens. Ich bin so weit von schreckhaft bei Games. Bei Filmen und so weit ja nicht, komischerweise. Da schreit nicht wie so ein Mädchen am Spieß. Aber bei Games, das könnte daran liegen, bei Games bin ich immer, ich spiele immer so, als wäre ich live dabei. Ich bin immer richtig am Start. Und deswegen erschrecke ich mich wahrscheinlich so. Aber, na gut. Lager Zidaru. Unentdeckt. Okay. Kann ich da jetzt auch hin? Darf ich hier Hallo sagen? Oh, okay. Hallo? Was ist los? Kann ich mit dir... Mein Inventar ist voll? Ist ja wohl ein Witz. Raumschiff-Inventar? Multiwerkzeug? Exo-Anzug? Wie kriege ich denn hier... Ich blicke durch mein Inventar hier noch ja nicht richtig durch. Wie kriege ich denn hier... herstellen. Habe ich irgendwo noch ein Inventar? Moment mal, muss ich gerade mal gucken. Hier stand doch immer irgendwas von wegen, ich kann hier und so weiter und so fort. Irgendwie was zum Raumschiff schicken. Wie geht denn das? Habe ich hier noch irgendwas? Habe ich irgendwas verpasst? Scheinbar nicht. Ich muss nochmal drauf achten. Wenn mein Inventar jetzt voll ist, ist natürlich blöde. Ich würde natürlich jetzt gerne mal mit dem Kollegen hier... bisschen was sagen. Hier, teleportiere sie beliebige Gegenstände. Drücke in deinem Inventar. Drücke, okay. Ach, hier kann ich das. Faszinierende Perle. Schicke ich erstmal alles weg. Weil man weiß ja nie und so. Hier, Eisen, das kann auch erstmal alles dahin. So, jetzt habe ich ja eigentlich wieder Platz. Kann ich jetzt mit dir handeln, Kollege? Hallo? Konsul... Iuan Quilu. Quiulo. Konsul Iuan Quiulo. Alter. Seid mir nicht böse, aber bei Leuten, die sich sowas ausdenken, solche Namen, bei denen muss doch irgendwas nicht richtig laufen, oder? Also habe ich irgendwie mal das Gefühl. So. Die Nasenlöcher des Kriegers lodern, als ich mich ihm nähere. Er holt tief Luft und bellt etwas heraus, was eine Warnung sein könnte. Eilig zeige ich ihm, dass ich die friedlichen Absichten habe und nicht viel über ihn oder seine Sprache weiß. Er denkt einen Augenblick nach, packt daraufhin mein Multiwerkzeug und bellt mir dabei wieder mit reichlich Spucke ins Visier. Er deutet auf den Anzeiger, der verrät, welche Elemente ich bei mir habe. Ich tue mein Bestes, um die Ruhe zu bewahren. Ich habe ja nur Kohlenstoff. Hier kriegst du Kohlenstoff. Der Krieger gibt mir einen Technologiebauplan und bringt mir die Sprache seines Volkes etwas näher. Phasenstrahler. Huch! Hoppala. Okay, jetzt will er Kohlenstoff noch haben. Ist ja interessant. Der Kollege ist mir hier... Der sieht ja nicht so gefährlich aus. Der steht hier. Ist so, hallo. Ich bin Konsul. Na ja, gut. Ich weiß auch ja nicht, ob ich die ganze Technologie, die ich jetzt habe, also diese ganzen Baupläne und sowas, ob ich die eventuell noch ausrüsten muss. Ich guck mal, wartet mal. Hier, ich habe ja hier mein Multiwerkzeug. Vielleicht kann ich da Sachen reinmachen. Technologie installieren. Guckt mal hier. Blitzwerfer. Kampffokussierte Waffe, okay. Und strahlenintensiver Sigma. Strahlenintensiverer Sigma. Bergabbaustrahl. Wird verstärkt, um die Zerstörung des Terrans zu beschleunigen. Da brauchen wir aber Titan für. Ist ja auch auf so einem Planeten ganz easy, Titan zu finden. Naja. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, bevor ich hier diese lustige Station gefunden habe, ist, dass wenn es hier diese... Trilliarden von Planeten gibt.
75% ist doch nicht niedrig. Erzähl doch keine Scheiße hier. Na jedenfalls, wenn es so viele Planeten gibt und man auf diesem Planeten ist, kann man den kompletten Planeten belatschen? Das würde ja ewig dauern. Meiner Meinung nach. Kann ich mich aber natürlich auch irren. Naja, gut. Wir gucken mal weiter. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal vorankommen. Ansonsten eiern wir ja hier noch ewig rum. Und was haben wir denn hier Schönes? Silikat. Platin. Okay. Was wollte denn der Kollege jetzt haben? Kohlenstoff, oder? Mike, war mir nicht irgendwie so? Wollte der nicht Kohlenstoff haben? Ist hier gerade irgendwo eine Drohne in der Nähe? Die mir auf den D-Zaun, wenn ich jetzt hier was abbaue? Ja, da. Das finden die, glaube ich, dann nicht so lustig. Ach ja. Ich gehe jetzt erstmal nach hinten. Ich lasse jetzt erstmal ganz für einen ganz kurzen Moment meinen Erkundungstrieb beiseite und laufe jetzt erstmal da nach hinten und hol mir Heridium. Und ich habe jetzt schon wieder ganz viele Ideen im Kopf nebenbei. Also ich überlege mir jetzt zum Beispiel, kann man hier tun und lassen, was man will? Könnte ich jetzt tatsächlich da zu dem Uwe gehen und sagen, Tag Uwe, schön, dass du aussiehst wie ein Fisch auf dem Hamburger Fischmarkt. Ich hau dir jetzt aufs Maul. Würde das gehen? Bin ich denn ein böser Bube? Kann ich hier zum Kopfgeldjäger werden? Und so weiter und so fort. Fragen über Fragen. Und das alles schon in der zweiten Folge. Ich bin motiviert, hier Dinge anzustellen. Und bin ziemlich unwissend, was hier überhaupt abgeht. Kriegen wir noch raus. Aber da sind wir auch schon wieder bei dem Thema Exposition in Games. Exposition in Games ist halt eben... Ups. Ja, nimm mit. Exposition in Games, also gerade in diesen Games, finde ich zumindest unheimlich wichtig. Weil... Oder anders. Man könnte das zum Beispiel... Überbrückungschip erforderlich. Moment mal, ich glaube, ich konnte mir einen bauen. Überbrückungschip. Das war, glaube ich, hier. Nee, hier. Konnte man, glaube ich, so ein Ding bauen. Achtung. Zack. Produkt hergestellt. Könnt ihr mal gucken. So. Ein Überbrückungschip nötig. Ich hab doch einen Überbrückungschip. Deine Scheiß. Überbrückungschip. Gerät zum Hacken von Systemen. Moment mal, ich hab doch jetzt aber eins. Warum brauche ich... Also, hä? Steht jetzt gerade nicht. Inventargegenstände bewegen und stapeln. Ich bin dezent überfordert. Ein Überbrückungsschiff nötig. Hab ich doch aber. Was muss ich damit machen? Muss ich mir das jetzt, Ach, Moment mal. Multiwerkzeuginventar. Nee. Hier vielleicht. Jetzt kann ich es bestimmt nicht mehr bauen. Ah, scheiße. Egal. Eisen. Ich will jetzt wissen, was da los ist. Und schon weiche ich wieder von meinem normalen Plan ab. Ist das nicht geil? Ist das nicht schön? Ich freue mich. Das kann was werden mit mir. Ich sag euch das. So, was da hier? Oxid. Eisen. Ta-da-da-da-ta-ta-ta. Mein Bergbaustrahl ist fast alle. War nicht gut. So. Schnell weg, bevor der Commander Sockenkopf kommt. Ja, der will hier schon wieder Radau machen. So, wo war das jetzt? Da. Jetzt gehe ich in mein Inventar. Gehe jetzt diesmal nicht auf hier, sondern auf da. Hier hin. Und baue mir jetzt hier einen Überbrück. Ach so. Exo-Anzug ist das, was ich jetzt bei habe. Raumschiff ist das, was im Raumschiff liegt. Multiwerkzeug ist Multiwerkzeug. Das muss ja auch erstmal einer wissen. So, jetzt muss das aber funktionieren. Mitten wir. Haha! Signalscanner online. Ortssignale antworten. So. Wellenlänge für Unterschlupfmarkierungsaufspürung. Online.
Okay, bla bla bla. Die Frage ist nur, was? Kolonialer Außenposten, Übertragung, Unterschlupf, Monolith. Machen wir mal Monolith. Aha. Guck mal einer an. Ich kann das also mit einem Chip einmal benutzen und dann zeigt er mir an, was abgeht. Interessant. Jetzt allerdings muss ich schon wieder gucken, wie ich mein Multiwerkzeug auflade. Und zwar, hier ist der Strahl. Aufladen. Mit, ah, okay, also auch mit Zeug. Das finde ich gar nicht mal so unclever. Also, dass man hier die Sachen, die man momentan ja zumindest noch reichlich findet, dass man die darin machen muss, um zu überleben, finde ich ziemlich cool. Das hat irgendwie was. Ich habe mir noch ja nicht den Sternenhimmel angeguckt, fällt mir gerade ein. Gut, war ja auch gerade Tag, konnte man nicht viel sehen, aber jetzt gucke ich mir das mal an und bin relativ unbeeindruckt, weil es nichts zu sehen gibt. Na gut. Ich habe letztens übrigens das Solus-Projekt gespielt, das ist gerade auch ein Preview-Game, was man sich anschauen kann. Die haben einen ziemlich geilen Himmelskörper, also eine ziemlich geile Himmelskörper Animation. Und das lohnt sich definitiv, sich das mal anzugucken. Eine Speichereinheit für den Gefahrenschutz und die Schildenergie. Das brauche ich, keine Ahnung wofür, kommt erstmal weg. Und hier Aluminium kommt auch erstmal weg. Was ist hier noch drin? G-Knip. Ich habe einen G-Knip gefunden. Was ist denn ein G-Knip? G-Knip dort. Ein Nahrungsmittel, das bei den Gag extrem beliebt ist. Verbrauchsgut zum Handeln. Mhm. Keine Ahnung, wer die Gag sind, aber... kriegen wir schon noch raus. Aha. Ein Bauplänchen. Nun gut. Was wollte ich denn davor eigentlich noch suchen? Was wollte ihr jetzt für eine Aktion? Reisemeilenstein erreicht. Okay. 5000 U zurückgelegt. U wie... unterwegs? Keine Ahnung. Sagt ihr mir das, was für was U steht? Also an Eisen mangelt es hier zumindest nicht. Kohlenstoff. Nehme ich mal ein bisschen was mit. Solange jetzt hier nicht gleich ein Wächter kommt. Denn die sehen jetzt scheinbar gar nicht gerne, wenn man hier Kohlenstoffe abbaut. Denn überhaupt? Ist einer in der Nähe? Nee. Wir hatten auch schon mal das Thema, oder beziehungsweise ich hatte schon mal das Thema bei einem anderen Let's Play, dass ich diese Computer-AI-Stimmen total gerne mag. Und hier zum Beispiel ist die AI-Stimme auch geckig. Also ich finde die ganz cool, dass sie so ein bisschen fast schon defekt spricht. Finde ich eigentlich ganz lustig. Und erinnert mich ein wenig an... wie heißt sie denn, die Jutze? An GLaDOS. Die ja auch so ein bisschen defekt ist. Und jetzt endlich gehe ich Heridium suchen. Und bin auch schon wieder... fast am Ende der Folge, merke ich gerade. Ist ja schon wieder ein Raumschiff am Fliegen? Ach, er hier. Das Soundsystem ist noch ein bisschen verwirrend, also ich bin noch nicht ganz konfirm mit dem, was hier was ist. Aber da kommen wir auch noch mit klar. Ist ja wie gesagt auch gerade mal die Folge 2.
eines großen Abenteuers. Hoppala. Scannen. Jede Menge Eisen. Aber da werden bestimmt wieder ein paar Drohnen sehr garstig werden. Und wir kommen hier gar nicht raus, merke ich gerade. Aber hier hinten ist noch irgendwas. Was ist das denn? Ach so. Kohlenstoff. Wie hoch kann ich eigentlich mit meinem Ding fliegen? Gar nicht mal so wenig. Aber auch nicht genug, um tatsächlich damit durch die Gegend zu fliegen. Und vor allem, es hat kaum einen Drall nach vorne. Also damit bin ich jetzt nicht wesentlich viel schneller, als wenn ich hier renne. Wenig bis gar nicht, würde ich fast meinen. Und deswegen nutze ich es jetzt auch erstmal nicht. Heilige Scheiße, was ist denn hier los? Zack! Sammeln wir etwas Kohlenstoff. Bam! Jede Menge Kohlenstoff. Sehr geil. Kommt jetzt hier schon wieder ein Wächter? Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass die Wächter das überhaupt nicht leiden können, wenn ich hier Kohlenstoff abbaue. Na, vielleicht irre ich mich da auch. Und während wir hier so über die Prärie eiern, habe ich einen trockenen Mund. Obwohl ich gerade nebenbei noch was trinke. Aber das könnte auch daran liegen, dass ich heute ein klein wenig, ich würde sagen, ein bisschen geschafft bin. Denn die große Gruppe war gestern... Du schon wieder! Mann, warum? Ich hasse dich. Stirb. So ein Arschloch, ey. Wirklich. Kann ich nicht leiden, die Viecher. Und das ist bestimmt noch eins von den Jens... Von den ganz kleinen Dingern. Was ist das denn hier? Schon wieder ist meine Neugier geweckt. Was ist das? Scheinbar nichts, mit dem wir agieren können. Aber ich mag es auf jeden Fall, dass man große Höhenunterschiede mit dem Jetpack überbrücken kann. Das finde ich ziemlich gut. Und ja. Wieso habe ich einen trockenen Mund? Ja, wir waren gestern lange noch feiern. Ein bisschen tanzen. Und ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Freunde, habe ich geschwitzt wie ein Schwein. Alter Verwalter, kann ich da nur sagen. So lustig wie das auch immer ist, also ich finde das ja mal ganz amüsant. Ha, diesmal habe ich dich vorher gesehen. Bitte. Ja, ja. Aber wie geht denn Dinge hier weg? Gar nicht, oder was? Okay, merkwürdig. Habe ich schon wieder Mist gebaut? Nee. Strahlaufprall, Sigma. Phasenstrahler zerstört Raumschiff und Asteroidziele schneller. Okay. Na, dann ist ja alles klar. Ja, wie gesagt, ich mag das, denke ich, ganz gerne, aber es ist ja immer unglaublich warm in diesen, auf diesen Dancefloors. Unglaublich schlecht belüftet sind die Dinger. Immer. Und wir waren in einem Club, da war zusätzlich auch überall noch Rauchen erlaubt. Da ist eine Luft drinne, sag ich euch. Da fällt man echt vom Glauben ab. Aber wie und was genau wir dort getrieben haben. Obwohl, das ist ein blöder Cliffhanger. Wenn ich jetzt sagen würde, wie und was genau dort passiert ist, erzähle ich euch nächste Mal.
Und dann erzähle ich euch das nächste Mal, ach übrigens, ich war tanzen und wir haben getanzt. Das gibt nicht sonderlich viel Sinn. Naja, was will man machen? Auf jeden Fall ist die Folge jetzt vorbei. Ich werde jetzt hier gleich mal anhalten. Eigentlich dachte ich, ich kann vielleicht runtergucken auf den Punkt, aber irgendwie scheint er doch noch ein kleines bisschen weiter weg zu sein als gedacht. Und deswegen halten wir jetzt hier und genießen die etwas toxische Aussicht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Psst! Seid doch still. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier weiter erkunden und uns auf den Weg machen zum Heridium-Vorkommen. Wo ich leider ein bisschen geplempert habe mit der Zeit, aber das kriegen wir halt noch hin. Commander Fox sagt, danke für's Gucken, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin!